Thema ran. So, wir sind jetzt live drauf. Herzlich willkommen beim zweiten Spiel von EVE Live. Ich hoffe, ihr seid alle da. Ihr seht schon im Bild den Werner Kanzler. Werner, sein Sohn, der Jens, der weilt gerade in Thailand. Und Werner, du kannst jetzt deinen Sohn, kannst du jetzt mal grüßen. Bitte. Hallo meine Freunde aus Thailand. Ich grüße euch ganz herzlich vom EVL Sportgelände. Besonders will ich natürlich grüßen die Miriam und den Jens und alle anderen auch und hoffe, dass es euch gefällt, die Live-Übertragung alles klappt. Ich wünsche euch einen schönen Tag und vor allem morgen dir wünsche ich dir noch, Jens, einen schönen Freudetag. Viel Glück, viele Grüße aus Leutershausen. Ciao! So. Was gut? Ja, passt. So. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt live drauf auf Facebook und wir machen das jetzt zum zweiten Mal, diesmal mit einem Camcorder. Anstatt in zwei Kameras, weil man sieht es ja schon, man kann hier viel besser, ich sage jetzt mal, auch filmen. Ich habe noch die Möglichkeit, hier oben dann zu zoomen. Ja, kann also hier, ich sage mal, vom Spielfeld alles viel besser sehen. Hier sehen wir die Heisemer. Ja, wie gesagt, wir machen es jetzt zum zweiten Mal und machen es auch jetzt zum letzten Mal. Das bietet sich jetzt noch an hier mit dem Wetter hier, ist perfekt. Und ich sag mal auch das Derby jetzt, das passt ja auch gut gegen Viernheim. Ja, dann schauen wir einfach mal, was das Spiel heute so bringt. Und ich hoffe, es gefällt euch, wird euch gefallen und schauen wir mal, ne? Ja. Jetzt müssen wir halt mal schauen. Ich habe ein paar Notizen gemacht. Über Viernheim jetzt zum Beispiel, aktuell steht Viernheim, TSV Amizitzer Viernheim auf dem 14. Tabellenplatz. Der Kreisliga Mannheim, das ist ein Abstiegsplatz, also für die geht es um alles. Die haben letzte Woche, im letzten Spiel gegen Gattestadt, haben sie 3:3 gespielt. Das muss ein unglaubliches Spiel gewesen sein. Viernheim hat bis in die Nachspielzeit 3:1 geführt und habe dann noch, ich glaube, in der 90. plus 5 haben sie dann noch den Ausgleich gekriegt. Also, das muss ein ganz tragisches Spiel gewesen sein und wie gesagt, die wollen heute hier Gas geben und der EVL muss natürlich dagegen halten. Amizitzer Viernheim geht die nächste Woche am 21.10. gehen die nach Catch 2. Ich denke mal, das wird ein Spiel auf Augenhöhe. Catch steht im Mittelfeld und muss man mal schauen. Für die EVL wird es nächste Woche ganz hart. EVL geht nächste Woche nach Witzel-Sachsen. Das wird also ein ganz heißes Derby. Am 21.10. ist das. Und die TSG, die hat im letzten Spiel zu Hause 3:1 gegen Wallstadt gewonnen. Da haben wir ja 3:0 auf die Packung gekriegt. Wie gesagt, auch hier muss der EVL gucken, dass er solide steht und dass da alles passt. Und dann denke ich schon, dass das passt. Ja. Gucken wir einfach mal. Ne? Und wie gesagt, heute am 14.10. Sind folgende Spiele. Um 12.30 Uhr war schon Kitsch 2 gegen VfB Gattestadt 2. Da ist das Ergebnis laut Fußball.de war da 4:5. Ne, 5:6 war das. Wir sind alles täuscht. Ohne Gewehr. Und jetzt schauen wir einfach mal. Ja. Außerdem spielt noch Friedrichsfeld gegen die TSG Weinheim. Tourrandspor Mannheim gegen TSG Litzel-Sachsen. Leutershausen, wie gesagt, gegen Amizitzer Viernheim. Lindenhof gegen Hockenheim. Und Phoenix Mannheim gegen Serbia Mannheim.
und Waldstadtspiel gegen Rot-Weiß-Rheinau. Ja, gesagt, schauen wir einfach mal, wie das alles so wird. Ich hoffe, es passt alles und ja, jetzt gucken wir einfach mal. Ja. Jetzt kommen sie hoch, die Spieler. Sieht man es? Sieht man es? Ist es live? Ja, wir sind live drauf schon, ja. Wie gesagt, herrliches Wetter hier in Leutershausen am 14.10. Das gab es schon lange nicht mehr. So, die Mannschaft kommt. Hä? Ja. Könnt ruhig schwingen, gell? Wieder? Ehrlich? Ihr seid live drauf, ja? So. Ist live drauf. Ja, wie gesagt, jetzt gucken wir mal noch einen Gruß noch, ja, auch von mir und vom ganzen EVL nach Thailand an den Jens Kanzler, der dort mit seiner Freundin der Miriam gerade Urlaub macht. Außerdem der Gambi alias Jürgen Schröder-Seger. Ja. Und auch der Michael Seidel, unseren Sponsor von Seidel Kopierpoint. Auch dir. Ja, hallo, ein schönes Hallo und ja, jetzt gucken wir mal. Und nicht zu vergessen natürlich in Südafrika unser Nico Manu, ich hoffe, du guckst auch zu. Und dann schauen wir einfach mal. Gut. So, ich klinke mich jetzt auch noch mal kurz aus und ja, dann geht's auch schon los. Bis gleich. Aber wir bleiben trotzdem live drauf. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Sportfreunde, dass Sie hier in Leutershausen im Stadion zum 9. Spieltag in der Kreisliga Mannheim recht herzlich begrüßen. Ein besonderer Gruß gilt unseren Gästen aus Viernheim. Die beiden Mannschaften spielen in folgender Aufstellung. Zunächst unser Gast aus Viernheim, Tor mit der Nummer 1, Tim Karnath, mit der Nummer 2, Florian Schlierf, mit der Nummer 4, Andreas Tatzel, mit der Nummer 5, Florian Lammer, mit der Nummer 7, Jason Linhoff, mit der Nummer 8, Laurenz Baas, mit der Nummer 11, Thomas Sturm, mit der Nummer 12, Robin Englert,
mit der Nummer 14, Daniel Limoncello, und mit der Nummer 17, Timo Bauer. Ersatzspieler, Ersatztor mit der Nummer 21, Andreas Grünwald, mit der Nummer 3, Tim Schörthofer, mit der Nummer 6, Hakan Ülker, und mit der Nummer 10, Timo Endres. EVL spielt in folgender Aufstellung: im Tor mit der Nummer 99, Janis Weidner, mit der Nummer 4, Moritz Böhler, mit der Nummer 5, Nicolas Merkel, mit der Nummer 6, Stefan Mattes, mit der Nummer 9, Freda Pfefferle, mit der Nummer 11, Gaba Dalman, mit der Nummer 15, Tiberio Ferrarese, mit der Nummer 16, Dennis Kupfer, mit der Nummer 20, Sebastian Kutzer, mit der Nummer 21, Mario Schmidt, und mit der Nummer 22, Mehmet Nayer. Ersatzspieler mit der Nummer 1, Ersatztorwart Marco Miskovic, mit der Nummer 2, Dominik Settele, mit der Nummer 14, Marc Gellert, und mit der Nummer 18, Habib Arifi. Schiedsrichter des Spiels ist der Sportkamerad Aden Ulifi aus Ilvesheim. Weil wenn ich da zuguck, das Tor ist gefallen, bis ich dann da reingerannt bin. Ja. Ja, nee, ist das schlimm. Ich hab die Kamera. Ach, du hast die Kamera. Ja, aber die, wenn die jetzt gucken. Achso, ja, das muss man eigentlich sagen. Das ist eine Sache. Ich weiß, meine, die gucken doch da nicht mehr. Verfolge den Karl jetzt auf der Sport. Das muss man machen, ob der Karl verfolgt wird. Markus? Hä? Aber die CD? Ja. Ja, ich kann das auf 4 Euro zeigen. Auf geht's, hey, komm! Live-Team
ich habe noch jemanden vergessen zu grüßen in Thailand, der Seppel Modesto natürlich, gell? Seppel, ja, alles Gute, gell? Und ja, Live-Ticker macht natürlich wieder unser Thorsten Pschowski. Gut, so, dann klinke ich mich jetzt aus hier. Und dann, ja, wie gesagt, wir sehen uns später.
Oh! Alter Vater, ey. Ich konnte rechtzeitig abschalten. Da hat er eventuell Glück gehabt. Das war schlecht.
18 Minuten sind nun gespielt. Querschläger von Stefan Mattes. Ja,
Ich wollte gleich sagen. Ah! Oh nein! Oh. Gelbe Karte für Stefan Mattes und richtig viel Schwein gehabt. Oh, da richtig hat aber viel Schwein gehabt an der Strafraum. Kante. Da haben wir Glück gehabt jetzt. Schade. Ah. Gar nichts! Ja, komm! Ja, Moritz Böhler hat sich heute im Zweikampf wahrscheinlich verletzt, er humpelt. Die Nummer 4 des FV Irlen. Ja.
Dings. So ein Ding. Kritte. Glück für den EVL. Abseits. Eine, ja. Eine konnte ich einfangen lassen. Könnte mal welche reinspielen, irgendwas anderes Spiel oder so. Thank you.
mal IV. Naja, okay. Ist schon besser. Markus. Aber wir können auch Werbung schalten. Wir können auch Werbung schalten. Wir können auch Werbung schalten. Ja, Deswegen habe ich gesagt, mit dem Schiri kann ich dann seine Fehler. Auf Videohöhe würde ich aber dann hinterher rennen. Wir sollten erstmal. Hat niemand mehr gesehen.
6 Minuten Halbzeit. Das sind ja eigentlich die Zeit, wo immer spielen wollte. Du hast schon weit, dass du das nicht hast. Das ist genau das, was wir finden können. Ein paar Gegner, sowas, ne? Schon zwei große Schaden. Hoch und runter geht ein bisschen arg schwer, Markus. Das ruckelt ganz ja, so. Ja, das ist schwer, das hoch und runter. Ne? Das ist aber, glaube ich, so vom Ding, dass es nicht. Naja, das ist nicht wackelig, ne? Weil dann heißt Frieda Hiet. Das war nix. Ja, bleib.
Halbe Zeit. 30 Sekunden. Da war halb pünktlich, aber wenn er spielen lässt. Bursche. Ich schaffe das mit dem Mikro noch nicht ganz. Das geht nicht ganz. Der nimmt immer noch die Außengeräusche auf. Ah, okay. Aber das muss ich nur noch rauskriegen irgendwie. Halbzeit. Zwischen dem FV Leutershausen und der TSV Matizia Thürnheim ist Halbzeit, es steht 0:0. Bist du schon offline oder? Nein, ich bleibe jetzt drauf. Weil hat es ja ein bisschen nicht offen. Ich musste jetzt gerade mal hochkommen. Ne? Liebe Sportfreunde, ich gebe Ihnen soweit bekannt die Halbzeitergebnisse der übrigen Spiele bekannt. Das Spiel zwischen der Spielvereinigung Josex Kretsch 2 und VfB Gartenstadt 2 ist schon beendet. Es endete 4:5. FC Germania Friedrichsfeld gegen TSG Weinheim 2:0. VfB Mannheim gegen TSG Lützelsachsen 1:1. Felix Mannheim gegen Zwickla Mannheim 1:2. Und MFC Lindenhof gegen FV Röckenheim 2:1. Thank you.
Christopher. Thorsten, kannst du mir einen Radler mitbringen? So, Halbzeit im Spiel. Leutershausen gegen TSV Amicizia Viernheim. 0:0 nach 45 Minuten. Ja, kann sagen, ein Spiel auf Augenhöhe. EVL hatte auch schon 2-3 Chancen, aber im Endeffekt, ja, muss da mehr kommen vom EVL, um hier, sage ich mal, vom Sieger, als Sieger vom Platz zu gehen. Vom Platz als Sieger zu gehen. So. Ja, wie gesagt, jetzt gucken wir mal, wir bleiben jetzt live drauf. Wir bleiben jetzt live drauf. Jetzt Stopp zu machen, das bringt auch nichts. Ja, wir gucken einfach mal, wie es weitergeht. Also nochmal ein Gruß nach Südafrika an den Nico und nach Thailand an der Sippel, an die Miriam, an der Jens, an den Michael Seidel, an der Gambi und an den Jürgen Drews, seiner Freundin, die Simone. Und ja, wie gesagt, ich klinke mich jetzt aus wieder. Wir bleiben aber live drauf und sehen uns dann in einer Viertelstunde. Bis dann. Ciao.
Ich komme hier so bald ein paar Kompetenz hoch, was wir gemacht haben. Da muss ich aber nur die andere Seite machen. Weil der Freistoß für Firnheim. Oh! Nach Schriesheim. Der Schuss ging nach Schriesheim. Kurze Zwischenstände aus der Kreisliga Mannheim. Das Spiel Catch 2 gegen Gartenstadt ist zu Ende schon. Es hat um 12.30 Uhr begonnen. Es ging 4-5 aus für Gartenstadt. Dann Germania Friedrichsfeld gegen TSG Weinheim 2. Da steht nach 57 Minuten 2-0 für Friedrichsfeld. Toransport Mannheim gegen TSG Lützelsachsen live nach 59 Minuten 1-2 für Lützelsachsen. Spielvereinigung Ballstadt, Rot-Weiß Rheinau haben wir kein Ergebnis. Phoenix Mannheim gegen Serbia Mannheim nach 61 Minuten 2-2. Und Lindenhof gegen Hockenheim nach 63 Minuten 4-1. Für Lindenhof. Hey! Sag mal, der Pfeil. Hey! Zweimal! Zweimal! Schiedsrichter lässt viel Gibt's das? Mann, ey! Und gibt gelbe Karten für die Firnheimer, ja. Yes, mach den. Komm, schneller. Ich spiele zu weit vorne. Ich spiele zu weit vorne. Ich muss weiter zurück. Du trinkst jetzt voll ab, ne? Wird gleich sehen. Das ist doch hier das schlimmste Arschloch. Schieß! Angriff jetzt, Firnheim. Fehlpass wieder. Mathis schießt den Ball nach vorne. Auf
mal Schmidt, der köpft aber weiter. Ja, das ist ein sehr zerfahrenes Spiel jetzt. Kein richtiger Spielfluss setzt sich da zusammen. Jetzt Einwurf für Leidershausen durch Nicolas Merkel auf die Bäre Ferrese. Ferrese weiter auf Hutzel. Hutzel überlegt, spielt dann weiter auf Kupfer. Kupfer weiter auf Mattes. Wieder zurück zu Kupfer. Kupfer wird hier. Kriegt den Ball abgenommen von einem Fenheimer. Der verliert ihn schon wieder. Ja, Stefan Mattes spielt den Ball zurück auf Torwart Weidner. Weiter Dennis! Der EVL muss auf jeden Fall mehr machen, um hier als Sieger vom Platz zu gehen. Wie gesagt, ein Punkt gegen Fenheim zu Hause ist zu wenig. Man reist nächste Woche nach Sachsen, die zurzeit führen. Mit 1-2 Liga. Böhler, Flanke. Strafraum steht keiner. Wieder. Mario Schmidt hat den Ball zurück. Wieder auf Mattes. Oh, gut, Mattes. Glück auf Neier. Neier wieder mit Querpass. Glück auf Schmidt. Auf Kupfer. Kupfer, Schuss! Knapp am Tor vorbei. Ja, Grisi, was sagst du zu dem Ganzen? Das ist nix heute. Heute ist nix? Nee. So, Abschluss nun vom Tor der Fenheimer. Abgefangen wieder durch Merkel. Nicolas Merkel weiter auf Neier weiter auf Herese. Er kriegt den Ball noch. Ja, er kriegt ihn noch. Schaut. Und spielt ihn durch. Naja, wird gefoult. Schiri lässt weiterspielen. Mann, hey. Fenheim hat den Ball wieder. Kommt nun übers Mittelfeld weiter. Wieder abgefangen. Mattes hat den Ball. Spielt ihn quer rechts raus auf Böhler. Böhler wieder weiter, aber schon wieder ein Fehlpass. Ei, ist das ein zerfahrenes Spiel heute. Fenheim im Angriff. Oh, gefährlich. Rechts auf rechts. Hutzel kann klären zum Eckball. Mhm. 68 Minuten nun gespielt. Der Marcel Weber hat mir gerade geschrieben, ist nichts heute und lacht so lachsweilig. Eckball für Fenheim. Kommt rein, abgewehrt der Spöhler. Auf Habib Arifi, faul! Mann, ja, Foulspiel. Jetzt muss es schnell gehen. Jawohl, Arifi auf Mattes. Mattes treibt die Kugel nach vorne, rechts. Auf Frieder Pfefferle. Ah, flank rein, aber leider steht da keiner. Aber der EFL hat den Ball noch. Oh, Marius Schmidt. Jetzt verliert er den Ball auf der linken Seite. Die Fenheimer haben den Ball, machen langsam, spielen quer im Mittelfeld. Ich denke, dass Fenheim mit einem Punkt zufrieden ist in Leutershausen. So, nächster Angriff rollt wieder rechts. Frieder Pfefferle. Treibt den Ball nach innen, schön. Ja, schön, spielt zurück auf Arifi. Oh! Und
Weiter geht's! Trifft den Ball nicht richtig. Hey, das war jetzt wieder eine Großchance für den EV Oel. Jetzt auf der Zeit, komm! So, weiter. Kupfer hat den Ball im Mittelfeld, spielt den Rest raus auf Schmidt. Schmidt verliert den Ball schon wieder und bleibt sogar noch stehen. Das darf nicht wahr sein. Auf einen Viernheimer. Mattes kann in der Abwehr aber klären. Weidner spielt den Ball auf Merkel. Merkel greift den Ball auf links, stoppt ab, spielt ihn in die Mitte zu Kupfer. Kupfer spielt ihn weiter auf Böhler. Jetzt wird das Mittelfeld überbrückt. Raus auf Schmidt. Hat den Ball noch. Kann sich durchsetzen. Flanke rein. Auf Bebele. Eine riesen Chance für den EV Oel das Außen. Vier Chancen, Herr Walle! Mann, ey! Eieieiei! Ja! Muss doch jetzt mal einer schlupfen. Der EV Oel das Außen macht nun Druck. Das sieht man jetzt. Der Ball von der rechten Seite durch Schmidt. Bringt sie rein noch, ne? Oh. Schneller Gegenzug, der Fernheimer übers Mittelfeld links. Spielt ihn raus. Hutzel muss kommen, Hutzel. Ah, Ferrarese kann klären. Wechsel beim EVL, ja, Dominik Settele wird kommen. Und raus geht der Schmidt. Marius Schmidt, ja. Und darüber wechseln sie auch. Und beim TSV Viernheim wird auch gewechselt. 17 geht raus, 6 geht rein. 17 geht raus, Nummer 6 kommt rein, ja. Man merkt dem FAL schon an, dass das Hartwig Dahlmann fehlt, der letzte Woche im Toranspor durch Meckern eine gelb-rote Karte bekommen hat. Ah, das wäre schade jetzt heute, wenn man hier nur einen Punkt holen würde gegen den TSV. Aber jetzt sieht es ja Viernheim. Ja, ich glaube, die haben nochmal gewechselt jetzt, ja. Der Dreier geht rein. Die Nummer 3 geht rein, das ist Tim Schörkhofer, und raus geht die Nummer 14, das ist Daniel Limoncello. So, das Spiel kann nun weitergehen. Freistoß Mattes. Im Mittelfeld, Ferrarese hat den Ball, spielt ihn wieder zurück auf Mattes. Mattes schaut. Spielt einen langen Ball auf Pfefferle. Pfefferle kann sich behaupten. Verliert aber dann den Ball. Fernam hat den Ball wieder übers Mittelfeld. Kommt schnell raus, spielt ihn nach rechts raus. Oh, gefährlich im Strafraum. Oh.
der EVL kann wirklich froh sein, dass er mit Janis Weidner einen super Tormann hat. Das war eine Riesenchance jetzt für die Fernheimer. Fernheim hat den Ball abgepfiffen wieder, das ist ein Foulspiel. So, Fairplay, der Ball wird zurückgespielt, Fernheim jetzt nun wieder im Angriff, über die rechte Seite. So, spielt lang den Ball. So, gefährlich, 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 oh, 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 gefährlich. Oh! Schiri pfeift ab. Oh, wieder eine gefährliche Situation für den EVL im Strafraum. Spielunterbrechung. Ein FAL-Spieler. Kupfer liegt hier am Boden, steht nun wieder auf, kann aufstehen. Ja, das war eine heikle Situation. Der FAL muss aufpassen. Es sind noch gut 20 Minuten zu spielen. Ein Abstoß nun zum EVL-Tor der Schweidner. Weidner mit einem langen Ball in die Spitze auf Pfefferle. Pfefferle hat den Ball wieder, kann sich aber nicht behaupten. Verliert den Ball. Bleibt stehen. So, EVL hat immer noch den Ball. Ah, es ist schwierig zu kommentieren, so ein Spiel. Ja, weil der Ball öfters und schnell wieder beim Gegner ist. Ja, da ist man mehr am Gucken wie am Reden. Das ist gar nicht so einfach. Ja. Einwurf für den EVL nun durch Settele. Settele schmeißt den Ball ein. Ich hoffe, die wollen Pfefferle, kein Foul. Pöhler. Hat es schöner Ball auf Sedele. Sedele spielt rüber auf Arifi. Arifi macht eine Drehung. Oh. Und schon ist der Ball wieder weg. Nein. Pfefferle hat den Ball wieder. Jetzt gibt es wieder Einwurf. Ah, das ist ein sehr zerfahrenes Spiel jetzt auch wieder. Der EVL will mehr, aber kann nicht mehr. Ah, oh, und jetzt ein Fehlpass. Jetzt gibt's wieder Abstoß. Noch zehn Minuten geht's, ja. Reguläre Spielzeit noch 10 Minuten. Was rede ich da von 20 Minuten? Gut. Fernand hat jetzt natürlich Zeit. Ja. Schiri müsste da auch mal drauf achten. Ein schlechter Abschlag auf EVL kann abfallen. Jetzt Flanke auf. Ah, wieder. Das wäre halt schön, wenn wir noch ein Tor bejubeln könnten. Ja. Gerade jetzt bei der Live-Übertragung. Ja, für die EVL natürlich, ganz klar. Ja. So, Fernheim im Angriff wieder. Konnte gestoppt werden durch Merkel vom EVL.
Benham spielt übers Mittelfeld jetzt. Konnte abfangen werden wieder über Kupfer. Kupfer geht über Pfefferle, rechtes Mittelfeld, weiter auf Pfefferle. Pfefferle, komm, Pfefferle, setz dich durch, schön, setz dich schön durch, guck jetzt schön rein, jetzt, auf Meier, Meier kann den Ball nicht kontrollieren, spielt ihn auf halblinker Position zurück auf Mägel, Mägel verliert den Ball schon wieder, Mann, ey, Fjernheim im Angriff, spielt ihn weiter, oh, jawohl, Junge! Gar nichts, ey! Hier gibt es einen Freistoß. Ja. Ja. Schon Körperkontakt. Ja, Auslegungssache. Aber der Schiri pfeift. So ist es. Kupfer regt sich auf, ja, verständlich. Aber das ist nicht frei. So. Sieht das gefährlich? Jeder Mann nehme! Schiedsrichter Dicke! Von Streifen kann ich jeden Ballon nehmen. Freistoß kommt. Zum Tor. Weidner hat aber souverän gefangen. Abschlag. Und dann wieder. Wieder zurück. Jetzt sehr schön. Auf linker Seite geht Habib Arifidur. Schaut. Lang geht rüber. Auf Pfefferle. Ja, Pfefferle behauptet sich. Jetzt im Strafraum Kupfer zurück auf Settele. Trifft ein Firnheimer. Es gibt Eckball für den EVL. So, die aber direkt weg davon. Wir kommen da her schon. So, Eckball nun durch Settele, auf der rechten Seite, kommt rein, hoch, Kopfball, steht kein Leutershausen mehr, Firnheim köpft ihn wieder raus, kriegt ihn aber auch nicht richtig raus, den Ball, der EVL geht dazwischen, nein, aber Firnheim hat den Ball, oh, jetzt wird es gefährlich, nein, Mattes kann sich behaupten, spielt ihn zurück, auf Weidner. Der dann gleich weiter auf Hutzel. Hutzel wieder weiter auf Mattes. Mattes schaut, spielt ins Mittelfeld rein auf Kupfer. Kupfer hat ihn noch. Spielt ihn weiter auf Böhler. Böhler wieder zurück auf Mattes. Mattes wieder auf Böhler. Rechtes Mittelfeld. Weiter auf Settele. Settele schaut, flankt, aber. Thormann kann klären. Ah, da steht keiner. Fernand im Aufbau wieder übers Mittelfeld, kommt nun, spielt rechts raus, auf die Nummer 3. Mägel, kommt nicht dran, dafür Hutzel spielt auf Mägel zurück. Mägel, was macht er? Oh, spielt durch die Beine, Glück gehabt auf Meier. Meier wieder auf. War aber kein Foul, Ball gespielt. Das Firnheimers. Der EVL wechselt nochmal. Sindle geht schon wieder raus. Was? Nee. Draußen steht Marc Gellert bereit. Und so wie es aussieht, geht Naja. Mit Naja in der Nummer 22. So, offiziell noch 5 Minuten. Jetzt schauen wir mal.
Einwurf für den FHL durch Merkel. Auf Ferrarese, Ferrarese. Nee, kann den Ball auch gut zurück auf. Hutzel, Hutzel zurück auf Weidner, Weidner, Weidner auf Mattes. Mattes schaut, baut rechts auf. Schaut, schaut. Langer Ball, aber schon wieder abgefangen, der Fernheimer. Fernheimer haben den Ball wieder im Mittelfeld. Oh, mit einem Pass in die Spitze. Kann sich behaupten. Schöner Trick. Schaut, schaut. Fernheimer, die Mitte. Merkel kann sich behaupten. Eckt er den Ball auf der linken Seite. Oh! Und lässt sich den Ball wieder vom Fuß nehmen. Durch einen Fernheimer. Ja. Offiziell noch drei. Ja. Nächste drei. Gellert nun das erste Mal am Ball. Oh, hey! Gefährliches Spiel normalerweise. Schiri lässt viel durchgehen jetzt. Man hat einen Einschein, der will nach Hause. Schnellstmöglich. An dem schönen sonnigen Tag heute. So, jetzt gibt es wieder anscheinend ein Foulspiel hinten rechts durch Pfefferle. Ja, Fenner nimmt schon Ball, spielt ihn weiter. So. Fenner hat den Ball im Mittelfeld. Oh, kann ihn aber behaupten. Jetzt geht's weiter. Über das Mittelfeld, nach links raus, schöner Ball, jetzt geht es in den Strafraum, aufpassen, aufpassen, EVL, EVL, aufpassen, ja, schön, von Zedele, Zedele weiter auf Böhler, Böhler, komm, auf Moritz, komm, schön, auf Pfefferle, Pfefferle hat den Ball, oh, legt ihn sich weit vor, und dann hier nochmal ganz leer, Einwurf auf EVL, so, das muss schnell gehen, schneller, schneller, wir haben hier nicht die Zeit. Zedele nimmt sich den Ball, wirft ein auf Ferrarese. Ferrarese spielt ihn jetzt aus. Hier nochmal den Ball. Kein Foul, kein Foul, kein Foul. Es spielt weiter. Pfefferle hat den Ball, spielt ihn aber jetzt fairness halber nach. Geh auf! Ja. Ah ja, Mann, ist 3 Minuten noch. Ja, Schiri guckt auf die Uhr. Muss eigentlich mindestens 3-4 Minuten nachspielen lassen. Ja, schauen wir mal. Fenner spielt den Ball, fährt bis halber zurück zum FHL. Hutzel hat den Ball, schaut. Spielt ihn lang auf Zedele. Zedele hat die Kugel rechts, rechts am Eck, kann sich durchsetzen. Geht einen Fernheimer Spieler an. Es gibt jetzt nochmal einen Eckball für den FHL. Aber. Sind fast nur grün im Strafraum, sehe ich genauso. Zedele schaut, winkt. Flankt hier rein. Oh! Oh! Böhler, aber Böhler kann den Ball nicht kontrollieren und schießt ihn am Tor vorbei. Jetzt! Der Waller kann sich behaupten. Schön, 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 Frieda. Oh! Hey! Foulspiel, Foulspiel. Jetzt gibt es nochmal einen Freistoß an der rechten Strafraumgrenze. Er wird den schießen. Zedele, Zedele, diskutiert. Oh,
es gibt sogar eine rote Karte für den Herrn Spieler. Gelb-Rot für den Fernheimer Spieler. Das ist die Nummer. Ja, das war der Wahl ist noch gespielt. So, konzentrieren wir uns auf den Freistoß. Merkel hat sich die Kugel zurechtgelegt, halb rechte Position im Strafraum, schaut kurz flach rein. Tor! Ja! Tor! Jawohl! In den MVE! Ja, Wahnsinn! Wahnsinn! Ja! 90-1! Tor für den EVL, ein kurioses Tor! Was ein kurioses Tor! Flach reingeschossen! Und durchgeschluckt ins Tor! Super, super, super! Und der Schiri pfeift ab. Yes! Der Schiri pfeift das Spiel ab. Der Schiri. Der EVL gewinnt überaus glücklich mit 1:0 gegen den TSV Amicizia Fürnheim. Die Leute freuen sich und liegen sich in den Armen. Ja, welch ein Wahnsinnsspiel zum Schluss noch. Unglaubliche Szenen spielen sich gerade ab. Ja, wie gesagt, 1:0 nun. Mann, 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 der EVL, ich weiß jetzt gar nicht. Bleibt der EVL, ich schaue selbst mal in die App hinein. Bleibt der EVL, ja, EVL bleibt mit 21 Punkten Tabellenführer vor Germania Friedrichsfeld. Ja, mit diesem sehr, sehr späten Tor kann der EVL in der Kreisliga Mannheim am 9. Spieltag wiederum die Tabellenführung behaupten und fährt nun wirklich als Tabellenführer dann zum Derby nächste Woche nach Lützelsachsen. Das wird ein richtiges Hammerspiel. Ja, man sieht es ja hier. Die Jungs singen, freuen sich. Spitzenreiter, Spitzenreiter, Spitzenreiter. Ja. So, bin ich nochmal. Hubert, willst du auch noch was sagen in die Kamera? Nein, das ist gut. Ja, Hubert mag heute nichts sagen. Also, wie gesagt, der EVL gewinnt zum Schluss glücklich mit 1:0 gegen die Fürnheimer. Fährt jetzt als Spitzenreiter nach Lützelsachsen und ja, das wird ein richtig heißes Derby dann nächste Woche am 21. in Lützelsachsen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ich denke mal, die Kamera war schon besser wie beim ersten Spiel gegen Weinheim, wo man gefilmt habe. Nochmal ein herzlichen Dank an den Christopher Jonen, der das Ganze hier super gefilmt hat und immer noch filmt. Und ja, wie gesagt, die Spieler, die kommen jetzt gleich hoch. Und muss also immer noch ein bisschen hier gucken wegen der Position. Ich schiebe das mal ein bisschen hier weg so. Vielleicht ein bisschen kleiner machen. Ja.
den ich hier sehe. So, jetzt kommen die Ergebnisse noch rein, die Endergebnisse. Danke an die Moderation und Kommentar der Tribüne, gell? Ja. Wie gesehen, der EVL gegen Tierheim 1:0, der Bundesfeld gegen TSG Mannheim 2:4, Pürersberg Mannheim, TSG Hützenwachsen 2:5, Felix Mannheim, Sepia Mannheim 2:3, Lindenhof gegen Böckenheim 5:2. Fabri, wink mal in die Kamera. Du bist live on air. Ja. Okay, gut. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, die Leute in Thailand hat es euch auch gut gefallen. Ich hoffe es auch. Und die Spieler kommen ja jetzt alle noch mal. Können dann noch mal Hallo sagen. Und ja, das ist also wirklich, das war eine Hammer Schlussphase und dann mit einem glücklichen Ende für uns, für den EVL und ja. Gambi, ich hoffe, dir hat es gefallen und dem Jürgen hat es auch gefallen und dem Seppel auch und dem Michael Seidel auch und dem Nico in Südafrika auch. Macht's gut und ja, kommt wieder gut nach Hause und ja, Nico, du musst noch die Poster unterschreiben. Wir haben Poster machen lassen. Die muss jetzt noch irgendwie unterschreiben. Ich kann das schlecht nach Südafrika schicken. Sprech mich da gerade mal an, wenn du wieder zu Hause bist in Deutschland und dann unterschreibst du. Gut, dann sage ich herzlichen Dank an alle und dann sage ich auf Wiedersehen und ja, wir sehen uns dann, denke ich mal, nächstes Jahr wieder, wenn es wieder schöneres Wetter ist. Dann werden wir da auch wieder was aufnehmen, gell? Also dann macht's gut, ich stehe jetzt aus. Ciao.